Hallo zusammen, eine weitere Aufnahme ist gestartet und heute gehen wir erstmal wieder in unser kleines Lager und tun ein paar Dinge weg. Aber bevor wir das tun, muss ich ganz kurz einmal die Lautstärke erhöhen. Ja, das ist ja wieder, man hört ja gar nichts. So, jetzt höre ich was. Gut. Ja, wir müssen ganz kurz eventuell zwei, drei Sachen wegtun. Guck mal hier, den Cobblestone können wir mal wegtun. Und, guck mal hier, das sind eigentlich alles Dinge. Ne? Eigentlich können wir gar nichts wegtun, oder? Doch den schwarzen Farbstoff, den können wir mal wegtun. Den brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Oder? Oder doch? Oder ja oder nein? Oder ja oder nein? Nein. Doch? Doch. Doch, wir behalten ihn mal. Kurz irritiert gewesen. Es sind auch nur wieder 100 Grad draußen. Der Sommer kommt. Der Sommer kommt. So, hier. Holzfällerhaus. Wir haben hier unten letztes Mal ja so ein bisschen schon angefangen und hier so ein bisschen Dinge getan und Zeug gemacht und wollten das Ganze ja eigentlich nochmal umdrehen. Ne, von wegen, wo was herkommt, wo was hingeht und ja, ich denke mal, genau, die Kiste war leer. Genau, das ist nämlich alles hier. Das machen wir nämlich so, dass wir das auch tatsächlich tun. Das heißt, alles was hier auf der Seite ist, kommt hier rüber und alles was hier ist, kommt hier dann auf die Seite rüber. Wobei ich gerade so ein bisschen überlege, also eigentlich ist es so, man könnte natürlich auch das Ganze hier einfach irgendwie umdrehen und hier neben verlaufen lassen. Hätte den Vorteil, wir haben erstmal hier ein bisschen mehr Platz. Boah, wir können hier den... Ach nee, wir hätten hier dann, ja, kann man noch was anderes hinbauen und es wäre hier alles nicht so irgendwie eng und wir hätten hier dann eben ein bisschen mehr Zugriff an diese ganzen Teile hier hinten. Aber guck mal hier, das Wasser, also unser Stromdings, das muss hier rüber, das ist klar. Da werden wir nicht drum rumkommen. Ich guck gerade mal, haben wir denn noch genügend... Wir haben gar nichts mehr. Schade, wäre zu einfach. Na, das war nämlich diesen ganzen Stromkram. Wir haben ja, auch wenn das aktuell noch nicht funktioniert hier mit der Schleuse, aber das ist halt so, wir haben ja hier unseren Generatorraum. Ja, da, wo dann der Strom unten ankommt. Ja, was man natürlich machen könnte, das hier, das ist ja nur Show. Na, das Becken hier unten, na, das hier unten, eine, keine Ahnung, blauschimmernd, grünschimmernd, wie auch immer man das dann machen möchte, ist. Hier kommt man natürlich irgendwie gucken, dass man hier... Oh, der Boden ist aber schon sehr... Geht schon sehr auf die Augen. Dass man hier... jetzt habe ich natürlich nichts zum Aufbauen da. Aber dass man hier so zwei so Generator, ne, da sind wir wieder, Generatorblöcke hinbauen. Mit so Batterien halt eben entsprechend. Die werden dann von unten ja, mit Strom angesprochen. Hier unten kommt der Strom von dem Turm dann irgendwo raus. Das halt einfach so ein bisschen Effekt hier ist und aber tatsächlich so die Batterien, die würden dann hier eben und hier eben stehen. Mal hier eine etwas kleinere, hier vielleicht ein bisschen eine längere. Oder auch beide gleich groß und unterirdisch oder hier unter dem Boden wird das dann alles entsprechend verkabelt. Und ja, mit Kreuz und Quer und hin und her läuft es dann hier hin und kommt dann hier irgendwo raus. Und ich dachte mir, wir bauen das jetzt von da nach da rüber, aber nee. Wir bauen es aber trotzdem mal ab. Guck mal, wir nehmen mal einen hiervon mit. Und dann machen wir nämlich hier den Boden rein, machen wir hier den Stein rein, so, und dann ist das wieder schön. Die Kiste, ja gut, die lassen wir erstmal, aber wir haben nichts irgendwie dabei, so Erde oder sowas, ne? Ich gehe mal ein bisschen Erde holen. Die brauchen wir natürlich, sonst wird das hier nichts. Erde. Ah, stimmt sogar, sehr schön. Habe ich in dem Eimer, habe ich Wasser drin, genau. Kann man nämlich hier das Teil dann wegholen. So. So, wo
ist denn? Hier ist die Wasserquelle. So. Nehmen wir das mit. Ach ne, mit dem Schwert ging das am schnellsten. Jetzt habe ich natürlich das Schwert nicht. Habe ich denn das Schwert hier? Na, ist das Schwert. Guck mal. So. So rum. So, so. Zack, 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 zack. Also wie gesagt, statt Spiegeln bauen wir es einfach ein bisschen dicker. Das heißt, hier hinten geht es einmal um die Kurve und dann geht es hier wieder zurück. Da kommen wir vielleicht sogar... Ah, mit dem Mese müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und das hier, das soll ja auch nicht so bleiben. Aber erstmal brauche ich auch meine Axt wieder. Ja, ich habe sogar noch die Axt. So. Können wir nämlich hier den Zaun mal kurz wegholen. So. Hier auch noch schnell. Na komm. So. So, dann das hier weg, 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 weg. Na gut, das hier, das kann bleiben. Na. Beziehungsweise ich würde ja tatsächlich fast sagen, wir machen mal noch eine Kiste und oder lassen wir es. No. Gut, das hier, die Ecke, die ist eh temporär. Nee, wir lassen das. Das ist schon gut so. So. So, 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 so. So, 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 so. So, so. Haben wir so schön gebaut, muss alles wieder abgerissen werden. So. Dann, reißen wir das hier auch nochmal wieder ab. Weil, wie gesagt, das soll ja eh nicht so bleiben. Die Kiste ist leer, genau. Das ist dann nachher, die Einfüllkiste. Ich weiß gar nicht, wo kommen wir da hin? Guck mal, wo sind wir denn? Hier ist unser Haus. Nee. Da ist das. Da wäre das. Hier wäre das. Das heißt, wir kommen dann hier irgendwo runter. Also da, wo früher hier die Kiste war, wo das dann runter in das kleine Lager hier von dem Haus ging. Da geht es dann jetzt runter, dann eben in das hier. Das heißt, also dieser ganze Kram, der steht dann oben. Das heißt, das kann hier so bleiben. Das ist ja dann die Maschine, die so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Fast zumindest. So. Ja, also das ist quasi die Einheit. Da kommt es rein. Und hier kommt alles Fertige raus. Das ist so die Haupteinheit, sag ich mal. Jetzt könnte man natürlich sagen, irgendwie man baut ganz viele von denen, dass das alles viel schneller geht. Aber letztendlich brauchen wir das? Nein, also eigentlich brauchen wir es ja nicht. Ne? Also wir haben ja dann... Wir schmeißen es halt rein und warten halt, bis es durchgelaufen ist, machen nebenbei was anderes. Man könnte das jetzt parallel aufbauen, dass man zwei von den Dingen hat, dann wird halt eben einer links, einer rechts verteilt oder macht drei von den Dingen, da ist dann nochmal ein bisschen mehr irgendwie zufällig. Wobei es ja, glaube ich, nicht zufällig war, das war immer irgendwie einmal links, einmal rechts. Aber nee, wir lassen das so, wie es ist. Das heißt, wir bauen jetzt hier unsere Reihe an... Autocraftern hin. Die craften ja von alleine. Und mit dem Mese, da müssen wir dann gleich mal gucken, wie wir das machen. Die connecten sich da ja nicht. Also das Mese müsste halt dann hier vorne dann eben rauskommen. Upsala. So. Ja, fast. Das Mese müsste ja hier drauf. Dann kann man natürlich das hier irgendwie drauflegen. So. Das sieht halt auch irgendwie nicht so aus, ne? Ich weiß halt auch nicht, wie der Autocrafter darauf reagiert, aber ich glaube, dem ist das relativ egal. Oder man setzt sie einen höher und lässt die Autocrafter von unten dann irgendwie ansteuern. Vor allem müssen wir ja unsere Schilder noch wieder irgendwo hinstellen. Guck mal, wir haben ja hier... Wir haben hier keine Möglichkeit, irgendwo die Schilder anzubauen, weil hier steht halt Autocrafter neben Autocrafter und
Das haut so ja nicht hin. Aber hier ist dann die Röhre davor. Also. Hier ist die Röhre, die geht dann hier halt in die Wand. Weil... Ich mag diese Wireframe-Ansicht. Ne, hier hinter ist ja unser Technikgang. Da. Und geht dann da eben rüber zum Lager und wird dann da dann eben weiter gefiltert. Das bleibt hier so, wie es ist. Ja, wir müssen also theoretisch ja wirklich noch mal eins nach oben, weil wir ja die Filter ja noch einbauen müssen. Ja, wir können ja hier von oben, ist halt wieder schwierig mit dem Mese, ne, weil das Mese natürlich hier irgendwie jetzt die Röhre blockiert. Und ohne Mese funktioniert halt hier der Ejector nicht. Oder wir legen von hinten einfach nochmal eine Bahnmese einfach komplett drüber. Das wird natürlich auch gehen. Ich glaube, wir machen das so. Guck mal hier. Ups. Oh. Alles wild connected gerade. Moment. Das ist da natürlich falsch. Wobei es wären ja dann hier in dem Fall eben die Sortings. Hier nämlich so. So. Und die können wir auch schon mal wieder hinstellen. Wie viel wir denn davon tatsächlich benutzen, das wollen wir dann mal gucken. Ja. Vor allem brauchen wir noch viel mehr Autocrafter. Ja, das funktioniert so natürlich alles nicht. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass wir das so machen. Dann kann man nämlich hier schön. Hier. Und hier ist es dann. Geht dann in die Wand rein, geht dann hier irgendwie runter, hin und her und hin und her, weil hier drunter ist ja genug Platz. Das heißt, wir können ja hier irgendwo dann auch hingehen und uns dann eben entsprechend hier connecten. So, das heißt, hier machen wir jetzt aber mal auf. Und hier war doch auch irgendwo, guck mal, hier ist der. Können wir nämlich hier mal ein Stück Erde reintun. So. Und dann kann man nämlich hier mal das reintun. Nein! So kann man es reintun. So. Geil wäre es ja, wenn es so ein Ding geben würde, so als Steckdose quasi, was dann da in der Wand irgendwie verschwindet. Für Röhren gibt es das ja. HV irgendwas. Guck mal hier, diese Cable Plate. MV Cable Plate. Ich glaube aber, die sahen nicht so geil aus. Das auf diese Seite gelegtes T, da haben wir natürlich keinen mehr von. Wir gucken mal, wie die aussehen. So, keine Ahnung. Zack, zack, zack. 5 Stück. Okay, kriegen wir da dann irgendwas von wieder? Ja, guck mal, die kriegen wir nämlich alle wieder. So. Dann kann man nämlich hier mal diese Cable Plate reinsetzen. Oder auch nicht. Nein. 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 So. Es sieht halt nicht geil aus. Es ist dann zumindest nicht offen, aber es sieht halt nicht geil aus. Und von hier sowieso nicht, aber das ist nicht weiter schlimm. Aber guck mal, hier kommt zumindest das Ding raus. So. Schön ist das nicht. Und hier fehlen uns jetzt ein paar Verbindungsstücke. Okay. Guck mal, hier 4 haben wir noch. Dann machen wir nämlich hier mal einmal Reihe voll. So. Und dann können wir nämlich hier schön einmal mit Shift gedrückt halten, Mese drauflegen. Dann schließen wir es hier unten an. So. So ist doch fein. Und wenn da jetzt was drin wäre, dann wird er das natürlich auch immer schön wieder rausziehen. Hoffe ich doch mal. Ja, guck mal, da kommt's.
Kann jetzt natürlich nirgendwo hin. So. Aber dann funktioniert das zumindest schon mal. Und für die Röhren... Gab's da nicht auch... Guck mal, da gibt's nämlich auch so ein... Embedded Tube. Gibt's hier noch ein schöner? Trashcan. Ach, können wir auch mal bauen eigentlich. Flow Sensor. Es gibt nur den hier, ne? Dann machen wir da einen von. Zack, zack. Zack. Da gibt es dann auch nur einen einzigen von. Wie gemein. Der sieht von beiden Seiten gleich aus, ne? Hm. Komm mal hier. Zack. Zack. Auch nicht schön. Auch nicht schön, aber gut. Dann haben wir zumindest so den Kram rausgeleitet. Hier wäre ja eventuell tatsächlich nochmal irgendwie die Möglichkeit, so eine kleine Filterecke aufzubauen, dass man eben, wenn man oben was reinschmeißt, dass wirklich auch nur die ganzen Erze dann hier reinkommen und hier dann eben durchlaufen und gefiltert werden und dann hier eben zurücklaufen. Aber können wir auch nochmal gucken. So, hier einmal alles wieder dran. Jetzt könnte natürlich theoretisch passieren, dass es einmal nach da hinten läuft. Wird dann aber zurücklaufen. Rein sollte da ja nichts kommen. Ich habe zwar hier irgendwie mit, hast du nicht gesehen, gebaut, aber theoretisch sollte da nichts passieren. Das ist eigentlich ja nur dafür da, wenn hier was zurückkommt, dass es eben immer hier oben reingeht und nicht eben hier hin und her pendeln könnte. Also eigentlich braucht man die nicht, weil rein geht da eh nichts. Ja, die Autocrafter funktionieren automatisch. Das Einzige, was derzeit immer leider noch nicht wirklich funktioniert, ist das mit den Schildern. Ja, weil die kann man hier nicht davor setzen. Das wäre natürlich geil, wenn das gehen würde. Ne, dass man hier dann die Schilder davor setzen kann. Kann man sie dann hier oben drauf setzen? Ne, da liegen sie. Ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Kann man denn hier hinter? Ja, diese, guck mal, die sind nämlich da oben dann dran. Und da könnte man ja gucken, ob man hier irgendwas nimmt, was dafür sorgt, dass es so aussieht, als wenn die Schilder von der Decke hängen würden. Ja, oder man setzt hier vorne irgendwie... Ups. Oder man setzt sie hier ran, dann schweben sie halt wieder. Das sieht dann auch nicht so schön aus. Und hier, naja gut. Hm. Nee, an der Wand war schon schöner, aber so ist natürlich sinnvoller. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir natürlich nur irgendwie... Na ja, gut, das würde länger gezogen werden. Das würde ja bis hier hinten gehen. Geht dann hier um die Ecke. Und da ist schon der Filter. So. So. Guck mal, eines Sorting haben wir noch. Setzen wir hier mal exemplarisch hier hinten dran. Und dann müssen wir jetzt irgendwie... 1, 2, 3, 4, 5, 6... So viel brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Ich sortiere das jetzt mal. Guck mal, wir haben jetzt hier Kupfer. Kupfer. Dann haben wir... Dass das alles so gleich aussieht, ne? Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen. Hier haben wir noch ein bisschen. So. Dann haben wir Zinn, den tun wir mal hier hinten hin, dass man das dann auch unterscheiden kann, dass das zwei verschiedene Dinge sind. So, Zinn.
Haben wir nämlich gar nicht so viel von. Zink. Haben wir auch nicht so viel von. Silber. Silber, Silber. Silber, Silber. Ja gut, den... Naja, machen wir mal so. Chromium. Kampfstil war gemacht. Das war auch nicht. Guck mal hier, Gold. Gold. Uran. Da gibt es auch verschiedene Typen von. Ne? Hier, das ist 7%. Da gibt es ja schon auch noch andere. Und Mithril. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9? 9. 9. Und wir haben 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ja. Guck mal, brauchen wir bis hier nicht, ne? Oder habe ich mich verzählt? So, 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 so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe mich natürlich verzählt. Der kann weg, der kann weg. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und es wäre ja dann eben noch erweiterbar nach hinten. Na, wenn wir es dann nach hinten erweitern wollen, ziehen wir einfach dann eben noch ein paar von den Dingern hier rein und dann passt das dann schon. So, dann geht das nämlich auch auf. Habe ich das letztes Mal schon abgezählt? Ich glaube, ich habe das letztes Mal schon abgezählt, ne? So. Zack, zack. Und hier drunter machen wir jetzt auch ein paar Autocrafter hin. Rezepte. Autocrafter. Eisen im Kreuz. Kunststoff und Mese. Habe ich natürlich nichts von. Habe ich das Eisen vergessen? Ich habe das Eisen vergessen. Alles klar. Es ist ja erweiterbar. Wir lassen das jetzt so, es ist erweiterbar. Wir gucken mal, was wir konfigurieren. Das Mithril, oh, guck mal, da haben wir eh nur 50 von. Also da muss man nicht unbedingt einen Barren draus machen. Guck mal, hier aus dem muss man auch nicht unbedingt einen Barren draus machen. Eisen. So. Haben wir schon wieder kein Eisen? Ich habe keine Lust mehr, ich gehe nach Hause. So. Jo, da hängt es einfach nur. Ich wollte gerade sagen. So. Muss man natürlich irgendwie einen Arsch voll Mese machen. Das heißt, wir machen erstmal ein paar Formen. 4, 8, so. Dann nehmen wir hiervon. Da, 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 da. Dies waren immer, es waren mehr, ne? Guck mal, es waren immer 2. Okay. 9. So. So, damit kriegen wir 5. Oh, ein paar mehr hier. 17. 18. Ja. Das heißt, wir nehmen hier auch noch welche von mit. So. Zack, 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 zack. Und wir nehmen ein bisschen Cobblestone. Da, dam, 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 dam. Als wenn es gewollt wäre. So, Cobblestone wieder rein. Das rein, das rein, das raus. So. Und nun, jetzt ist wieder Eimer Action angesagt.
Ich war kurz irritiert, alles gut. So, ich mach das mal schnell. Das war's. Da haben wir dann nämlich 18 jetzt hiervon. Jetzt kommen wir nämlich hier mal schön Mesekristalle machen. Zack. Und wir kriegen sogar ein paar Formen zurück. Das heißt, wir können hier dann die Form wieder zu Eisenbarren verarbeiten. So. So. Zwei bleiben über. Die können wir wieder runterbringen. Ich glaube, eine haben wir da sogar noch liegen. Dann haben wir dann nämlich schon wieder fast ein. Ne, drüben haben wir, glaube ich, eine. Na, ist egal, jetzt kommt die hier rein. So, dann brauchen wir... hier. Kunststoffplatten, auch immer zwei. Oder? Kunststoffplatten, auch immer zwei. Das heißt, auch hier. 14. Oh. So, dann. Der. Das war ja unser Craft Guide. Ist natürlich jetzt keine Kohle drin. Na gut. Wir gehen mal rüber. Ich glaube, da ist noch Kohle im Ofen. So. Ja gut, das ergibt Sinn. Okay. Nein? Ah, guck, da ist Kohle. So, dann lassen wir die mal kurz brennen. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir weitermachen. Da fällt mir ein, während das hier brennt, kann man ja die Zeit mal ein bisschen nutzen und mal Sinnvolles tun. Guck mal, hier wäre übrigens die eine Form noch gewesen. Und zwar können wir mal gucken, dass wir noch ein paar von den MV-Kabeln machen. Guck mal hier. MV-Kabel. Ja. Rubberfiber und die normalen Kabel. Normale Kabel haben wir keine mehr. Haben wir unten noch normale Kabel? Ich glaube nicht, ne? Aber da haben wir noch Erde. Da haben wir noch das. Da haben wir noch das. Da haben wir noch das. Aber ich glaube, wir brauchen das Latex für dieses Rubberfiber-Gedönse. Gucken mal hier, ob wir hier noch Kabel haben. So, während das Mese brennt, wir nutzen die Zeit mal produktiv. Guck mal hier, ja, okay, Kabel haben wir noch. Jetzt ist noch die Frage, wie machen wir Rubberfiber? Macht man die aus Fiber und Rubber oder wie macht man die? Das ist doch auch wieder so eine Kacke, dass das wieder so ein Rezept ist, was man... Ach, guck mal hier, Rubber Goo. Rubber Goo kriegt man aus Kohle und aus Latex. Na gut, dass ich das Latex mitgenommen habe. Kohleklumpen. Kohleklumpen. In der Zeugskiste, nein. Im Ackerbau, nein. Im Bergbau, guck mal hier. Holzkohle, 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 Holzkohle. Das geht doch bestimmt wieder nicht, oder? Ich sehe das doch schon. Das ist doch wieder so eine Kacke hier, dass man irgendwas... Ah, vielleicht? Dass er das einfach nur wieder nicht erkennt, dass es auch mit der Holzkohle geht? Nein. Das heißt, wir brauchen tatsächlich die normale Kohle. Wäre eigentlich mal eine Idee. Die Mod müsste mal angepasst werden, dass das mit dem dann auch gehen würde, ne? Das heißt, wir organisieren uns mal eben hier. Auch Holzkohle. Sag bloß, ich habe keine normale Kohle. Ist das hier normale Kohle? Das ist auch Holzkohle. Das ist überall nur Holzkohle. Ich habe keine normale Kohle. Da sind nur die Blätter drin, da ist nur die Erde drin. Kohleklumpen, ach, guck mal hier. Da ist noch welche, okay. Einen einzigen.
Wow. So. Und der wird dann gebrannt und da kriegt man dann ein Rubber Fiber draus. Ist ja schon ein bisschen gemein, ne? Guck mal, Mese brennt noch. Die gute Kohle schmeiße ich dafür jetzt mal raus, das ist mir egal. Ach, naja. Einen einzigen hier. Ach, und Hunger habe ich auch schon wieder. Da gab es ein anderes Rezept für. Das weiß ich doch noch. Ich weiß nur das Rezept nicht mehr. Da, 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 da. Eigentlich warten wir nur darauf, dass die Miese-Kristalle hier zu Ende brennen. Drei noch, na gut. Können wir hier oben mal gucken. Guck mal, hier haben wir auch nie was reingestellt, ne? Also. Da. Oder hier oben. Auch nochmal Lagerfläche irgendwo, wo man was reinstellen könnte. Und guck mal, Nacht wird es auch schon wieder. Da hinten ist ein Baum. Da, hier, da, den Baum, den müssen wir melken. Dann kriegen wir wieder hier von dem Latex. So. Erhöht die Öfen bis hier oben, ne? So, der letzte. Komm. Und ich glaube, zum nächsten Mal passe ich meine Mod ein bisschen an, dass dann da mit dem Kohlezeug hier mir machen kann. Ähnlich wie mit dem Mese. Na, da mache ich ja auch irgendwie alles, was mit Mese machbar ist, wird dann ersetzt. Das mache ich mit der Kohle auch. Dass alles, was mit der Kohle machbar ist, dann auch mit der Holzkohle geht. Das ist ja Quatsch. So. Wollte gerade sagen, der Ofen ist doch jetzt durch. Dann machen wir erstmal hier die Tür zu, dass hier nichts reinkommt. Und dann machen wir Autocrafter. Einmal im Kreuz, Mese und Zeug. So, Mese. Döp. Ach, da gibt es zwei von. 2, 4, 6, 8. Wir gucken mal, bevor wir das ganze Zeug jetzt irgendwie aufbrauchen, dass wir mal schauen. Dass wir die, die wir haben, schon mal hinstellen. So. So. Dab, 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 dab. Und guck mal, mehr brauchen wir nämlich gar nicht. Dann sparen wir uns nämlich das Material und machen da dann andere schöne Dinge draus. Und ein Autocrafter, komm, den stellen wir hier nicht hin. Den stellen wir hier hin. Den haben wir extra. Und guck mal, wir haben da auch bestimmt noch einen. Guck mal, da haben wir sogar noch. So. 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 Und jetzt brauchen wir noch eine Filter... Filtertube-Dings. Das ging mit jenen hier. So war das doch, ne? Genau. Zack. 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 So. Da haben wir jetzt nämlich hier schön einmal alle gefiltert konfiguriert. Dings macht. ich frage mich, ob diese ganzen Filter überhaupt nötig sind, weil wir sagen ja hier, was er an Rezept irgendwie machen soll. Und ich weiß nicht, ob der dann das Material dann auch nur nimmt. Das wäre natürlich auch nochmal eine Sache, die man rausfinden könnte, aber wir nehmen es mal einfach so, wie es ist und sagen einfach so, wir machen es jetzt so. Das heißt, Kupferblöcke. Ja, komm hier, rein damit. Rein damit. Dann macht er nämlich hier einen schon mal und dann hat er schon mal einen da und dann macht er hier nämlich das raus. Okay, genau, funktioniert. Okay, sehr schön. Jetzt kommst du zurück? Geht doch. So, also das tut schon mal, was es tun soll. Dann machen wir. Wir müssen da Schilder dran machen, sonst wird das nichts.
schön, wenn es hier gehen würde, ne? Aber gut, wir machen das mal. Ja, wir lassen die mal von der Decke hängen und gucken irgendwann mal, setzen wir uns damit auseinander, wie man das dann vernünftig irgendwie von der Decke hängen lässt. Aber dann haben wir zumindest die Schilder schon mal dran. Ist natürlich zu wenig, ne? Ist viel zu wenig. Das heißt, wir müssen noch Schilder machen. Dafür brauchen wir Holz und dafür brauchen wir auch schwarzen Farbstoff, genau. Guck mal, hier haben wir sogar noch ein bisschen Holz. Ja. So und so, ne? Genau. Hat super gebracht, zwei Schilder, wow. Drei Schilder brauchen wir noch. Okay, das Geile ist, das heißt, wir müssen kurz nach oben gehen und nochmal drei Schilder holen. Und dann haben wir es doch quasi geschafft. Und dann ist die Folge nämlich auch schon wieder bald vorbei. Guck mal, hier ist noch kein Holz mehr drin. Die sind doof, die Schilder. Die will ich nicht. Nee, das heißt, ich dachte, hier wäre noch Holz. Das heißt, wir müssen einmal wieder rüber und hin und her laufen. Den ganzen Tag nur heute irgendwie. War hier noch irgendwas drin? Nö. Ach, guck mal, hier ein Schild. Das heißt, wir brauchen noch zwei Schilder. Aber nicht von denen, die sind scheiße. Zweimal. Zack. Ja. Und wo ist er? Hier ist er. Schwarzer Farbstoff. Zack. Ein Schild. Und noch ein hiervon. So. Zack, zack, zack. Und noch einmal. Und dann haben wir nämlich unsere Schilder. So. Wenn die Gelegenheit hat, können wir die eigentlich schon mal hier lassen. Ah, hier hinten mit hin. So. Und die Röhren könnten wir eigentlich auch da lassen, aber gut, okay. Wir nehmen die jetzt erstmal mit. Wir müssen es ja noch verkabeln, verrühren, wie auch immer. so, hier Schilder. Sie kommen, sie kommen. So, erstmal wieder zu. Zack. Na, zack, zack. So. Ich überlege gerade, was man da ran machen könnte. Wir haben nichts, was mittig irgendwie ist, ne? Die Zäune connecten sich ja nicht mit den Schildern, oder? Nee, die sind auch zu hoch. Wir bräuchten ein kleines Teil, was sich hier so irgendwie um die Ecke an diese Schilder ran connectet. Oder so eine Lippe nach hinten. Hoch. Keine Ahnung. Es fehlen uns zwei. Okay. Und hier fehlt noch eine Röhre. So. Also, bis auf Strom hat das Ding jetzt wieder alles. Das heißt, was hatten wir hier? Hatten wir gesagt Kupfer, ne? Kupferblock. Kupferblock. So. Dann. Acht. Neun. Erstmal einschalten. Liedburg. Übersetzen wir die gleich oder lassen wir sie original? Wir lassen sie original. Wenn dann irgendwann mal die Übersetzungen kommen, kann man den Liedblock immer noch in den Bleiblock umbenennen. Bleiblock.
Zink. Ach, wir können die eigentlich mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Einschalten. Ein zu wenig natürlich. Ach, ist ja Unsinn. Dass das nicht zurückgeht. Jetzt haben wir natürlich noch einen irgendwie über. Für eine theoretische Erweiterung, okay. So, jetzt müssen wir die ganzen Filter natürlich noch alle einstellen hier. Genau, und alles weitere, was dann eben gedingst wird. Guck mal, hier war eine One-Way-Tube, das heißt. Wir können hier eigentlich mal gucken, dass wir hier sagen. Dass wir die hier mal anschließen. Dann drehen wir so einmal um. Und alles, was hier hinten dann jetzt noch nicht irgendwie weitergemacht wurde, aus irgendwelchen Gründen. Kommt dann eben raus und geht dann hier eben auch rein. Und hier müsste man auch eine One-Way-Tube hinbauen, dass das eben nicht in die andere Richtung geht. Haben wir noch eine rumfliegen, zufälligerweise? Nein, aber wir haben eine Detecting-Tube, die kann man eben auch noch einbauen. Dann sagen wir nämlich immer, wenn irgendwas rauskommt, dass er hier einmal irgendwie aufblinken soll, dass es erfolgreich war, dass da was rausgekommen ist. Das Ganze könnte man theoretisch hier beim Eingang auch nochmal machen. Und wenn man dann ganz hart gewillt ist, kann man ja zählen, wie viel Mal wurde es detected, wie viel Mal wurde irgendwas rausgedetected und dann weiß man, dass irgendwo was verloren gegangen ist, aber das ist ja nicht der Fall. Nein, also so passt das dann. So, da kommt es raus. Wie gesagt, Strom ist jetzt natürlich noch nicht, aber da müssen wir nochmal fertig machen. So, da kommt es dann weiter und dann geht das nämlich hier. Zack. Mal rum, den ganzen langen Weg hier hin. Und hier geht es dann eben in die, wie auch immer ich mir das gedacht habe, in diese Spirale rein. Da muss ich auch nochmal überlegen. Also eigentlich könnte man das auch nochmal anders machen. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Ist ja eh noch nicht verbunden. Aber hier wird das ganze Zeug dann längs laufen und dann irgendwo landen. So, zack. So, machen wir hier den wieder zu, das Ganze. So und so. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir noch, ich habe gerade noch überlegt, wir tun erstmal den Kram hier wieder zurück. Bei der Gelegenheit tun wir dann mal alles. Ne, das behalten wir, das ist gebaut. Und das, ja gut, okay, das ist halt auch. Ja, aber so ist doch, guck mal, hier hat man sogar so einen Wartungsgang noch. Für was auch immer.
Ja, es ist halt so, ne? Jetzt gehen wir doch kurz nochmal hoch. Aber dann ist die Aufnahme auch dann auch vorbei. Also kommt jetzt nicht mehr viel. Aber wir haben diese hier aus Holz zum Beispiel. Aber wir haben noch irgendwo die... Ich habe nirgendwo mehr Holz. Okay. Guck mal, jetzt haben wir Holz. So viel brauchen wir nicht, aber machen wir mal so. Mal hier zur Säge. Und jetzt müssen wir nämlich mal gucken. Das wäre so Treppengröße. Wir hatten diese hier verbaut, ne? Oder wir bauen diese hier rein. Ich mache hier mal einen von und gucken, wie das aussieht. Und hier mal auch mal einen von. Das ist so diese kleine Variante davon. Und die gibt es dann auch nochmal in höher hier. Guck mal hier, die Höhe und hier so flach, das wäre doch, oder? Gut, das heißt aber... machen die mittleren, würde ich sagen. 9. 8. Wir haben ja hier schon. So. Das Holz nehmen wir natürlich wieder mal raus. Das soll da ja nicht drin bleiben. Ja. Treppe rückwärts. So, das rein. Das, ja. Kannst du eh nichts mit anfangen. Und dann gehen wir nämlich wieder rüber und dann können wir nämlich die eben noch kurz hinter die Schilder hängen. Dass die da nicht so von der Decke schweben. Muss wahrscheinlich eh wieder tausendmal ausrichten, bis sie dann so sind, wie sie sein sollen. Ich sehe das schon. So. Ja, entweder so oder gedreht. Nein. Ja. So. Fast. So. Und einer fehlt. Ich natürlich nur mit 9 gerechnet habe, anstatt mit 10, aber das ist egal. Zumal der hier eh unkonfiguriert ist. So. Ich glaube, so kannst du das anbieten. Jetzt kann man natürlich hier irgendwie noch gucken, dass man das vielleicht hier irgendwie mit Slabs eins höher macht, dass man hier dann auch drauflaufen kann und dass man dann hier so ein bisschen so den Arbeitsbereich hat. Aber ich glaube, so geht das dann schon. Jetzt kann man natürlich mit Zäunen das Ganze noch irgendwie zumachen. Weil dann hast du wirklich keinen Kram, der da irgendwie stört. Und dann ist es getrennt oder abgetrennt von dem Rest. Hier kommt eine andere Maschine hin und hier steht halt eben dann dieses ganze System. So ist doch, glaube ich, ganz okay. Kommen wir mal hier auch noch eben zu. Ja, hier ist halt Strom, das ist halt so. Und müsste eine Tür reinbauen, oder? Habe ich natürlich keine dabei, aber wir lassen das erstmal so. Entschuldigung. Wir lassen das erstmal so. Ja, das funktioniert. Guck mal, dann machen wir nämlich hier nochmal schön einen dicken Screenshot von wieder. Sind wir mittig? Na, nicht ganz. Ich glaube, so sind wir an den Kanten oben, unten. Da sind wir irgendwie gleichmäßig. Ich gucke ein bisschen hoch irgendwie, habe ich das Gefühl. Da muss er irgendwie ein bisschen runtergehen. Ich glaube, so ist sinnvoller.
So, wieder hier die Ecken ausgerichtet, da die Ecke ausgerichtet. Ja. Also Zaun an der Seite, das passt nicht so ganz, aber es ist okay. Dann können wir ein Stückchen rüber gehen noch so. So, oben unten passt. F12. Oder wenn es Mesa an ist. Ja, ich glaube, wenn es Mesa an ist, ist dann zu viel gelb, ne? Nee, wir lassen das so. Gut, dann haben wir nämlich schön unseren Screenshot auch gemacht, schon mal für das Thumbnail, für das Bild. Und nächstes Mal gucken wir dann, dass wir dann hier nochmal mit dem Strom irgendwie machen. Ich gucke mal, ob ich das andere Rezept nochmal wieder finde, dass man sie so ein bisschen einfacher machen kann, die Dinger. Und dann sollte es das dann für diese Aufnahme gewesen sein. Also hier hinten filter noch mal irgendwie von oben rein und alles, was eben nicht verarbeitet werden kann, direkt weiterleiten. Das heißt, wir müssen kurz mal 1, 2, 3, wir haben 6 Filter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann irgendwie 2 Filterausgänge konfigurieren, dass die beide hier reingehen. Haben wir natürlich kein Filter jetzt dabei. Aber dass eben 2 von den Filterausgängen reingehen, weil wir natürlich ein bisschen mehr Material haben. Und der Rest geht dann eben direkt, wenn wir die hier eins rübersetzen, wahrscheinlich hin. Guck mal, hier ist, glaube ich, besser. Oder direkt hier. Dahin. Weil dann haben wir nämlich hier den Anschluss von allem, was direkt reingehen soll. Da müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie nochmal so eine One-Way-Tube irgendwie dazuschalten, dass das nicht auch alles wieder zurückläuft. Und hier holen wir uns dann das Signal und führen das nach oben für das Informationsding, dass dann eben da Sachen durchgegangen sind. Muss mal gucken, ob man da vielleicht sogar mit Digilines irgendwie dran kann. Das wäre natürlich auch geil. Dann machen wir nämlich oben unser kleines Display hin. Und mit Digilines holen wir uns dann eben das Item, was durchgegangen ist, und schreiben das oben auf Display hier, Item so und so, oder Stack so und so mit dem Namen. Da kann man dann ja immer noch mal gucken. Oder wir machen einfach so ein Blinklicht dran. Geht natürlich auch. Also, Zeug haben wir auf jeden Fall genug da. Das heißt, so, die Maschine ist technisch zumindest fertig. Sie muss noch verkabelt werden und sie muss noch Strom kriegen. Und Strom müssen wir natürlich auch noch mal bauen. Und nächstes Mal machen wir vielleicht mal ein paar Batterien. Batterien, aber dann hier gleich die HV-Batterien, und dann holen wir uns nämlich ganz viel HV-Strom. Ich hasse das. Ich hasse das. Ja, hier ist wieder irgendwie Rezept nicht bekannt. Vielleicht doch nochmal ein extra Craftgrade installieren, der dann diesen ganzen Kram auch nochmal aufdröselt. Müssen wir gucken. So. Komm, wir kürzen das Ganze mal ab nach Hause. Es wird auch gerade wieder dunkel. Passend zum Ende der Folge wird es wieder Nacht. Der Schatten der Nacht senkt sich über die Ländereien. Ja, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ne? Haut rein. Tschö.